Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Cave Story Plus. Nun haben wir unseren Saft in der Dose, ja, und werden weitergehen, um, ja, ich glaube, wir konnten damit ein Feuer ausmachen, damit wir durch das Feuer kommen und bla bla bla. Wisst ihr Bescheid? Okay. Hallo, Chaco, du bist mir jetzt egal, wir wollen direkt durch die Feuerstelle hindurch. Und, ja, ich möchte das benutzen und bin drinne. Oho, ein Stückchen weitergekommen. Das ist doch mal immer wieder ganz hübsch an dieser Stelle. Und, ich bin mal gespannt, was jetzt hier noch so ein bisschen gleich kommen wird. Was? Der hat mich gelingt. Ja, ja. Hoppi, die Hopp. Ich finde diese komischen, weiß ich nicht. Was ist da vorne? Das mit den roten Augen. Was ist das? Das sieht ja mal mega crazy aus. Was? Was war das? Hallo? Das war gruselig. Schubi, du, Schubi. Da sind Fröschchen. Was schießt das? Immer wenn ich es abknalle. Wow. Okay, das ist beängstigend ein wenig. Aber doch nicht so gefährlich, glaube ich. Ja, ja. Ah, verdammt. Ach, okay, die schießen immer in die Richtung, in der die schauen. Ganz einfach. Und oh, da oben war gerade eine Kiste. Wir gehen jetzt erstmal zum Speicherraum, ne? Das ist, glaube ich, das erste Ziel, was man immer ansteuern soll. Und drinnen sind wir. Ui, Save Point. Bla, 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 bla. Okay. Sehr schön. Und ich wollte jetzt eigentlich gucken, was hier ist. Power Supply Room. It's locked. Ach, Mensch. Es muss doch immer alles geschlossen sein, ne? So, so. Das war ein... Uah. Das war nicht meine Absicht. Aber viele, viele Erfahrungspunkte, die wir gar nicht brauchen, weil unsere Waffen doch schon voll sind. Was ist? It won't open. Help? Warte. There's someone in that crevice. Hey, you boy. I need to get out of here. Would you please help me? Thanks, please take this. Obtain the rusty key. Okay. It was left in this room. Go ahead and use it if you can. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wir müssen jetzt noch rausfinden, für welche Tür. Es waren hier anscheinend ziemlich viele Türen. Zumindest sieht das so aus. Aber, ui, verstehen. Wir gehen einfach mal geradeaus, weil ich glaube, wenn wir hier lang gehen, kommen wir zu diesem Geschenk da oben. Nein, ah, verdammt. Also mit Geschenk. Ja, ah, ich habe richtig geraten. Hui. Obtain the treasure chest. Maximal missiles increased by 5. Ey, das ist sehr geil. Das kannte ich gar nicht. Also ich wusste gar nicht, dass das geht. There is no keyhole. Ja, ja. Das ist das ja nicht. It's some kind of bike. Oh, der da war ein cooles Bike, ne? Sieht irgendwie aus wie ein Schlitten. Keine Ahnung warum. Wir haben gerade einen Typ gerettet, der hieß Santa. Okay. Ui. Was sind das für Augen? Die kann man töten. Sehr gut. Obtained a life capsule. Wie immer. Wie immer, wie immer. Gefällt mir doch sehr gut. Außerordentlich perfekt. Uah. Okay. Ah, dieser Fireball ist einfach perfekt für, naja, bodenstationierte Feinde, wenn man das so sagen kann. Schupp. Drei Schüsse. Okay. Ah. So. Hopp. Oh. The fans have been stopped. Someone turned off the power. If you want to turn them back on, look for the power supply room. Also, okay. Ah, dafür der Power Supply Room. Okay. Ich frage mich, ob ich gerade die Stimme nochmal nachmachen konnte, die ich vorhin so cool fand. Also, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. Hm. Naja. Naja. Wenn nicht, dann soll es nicht so sein. Oh! What? Nein!
Das Schlimmste ist nicht das Leben, was man verliert, finde ich, sondern... Okay, ich haben wir. Ich finde viel schlimmer die Level, die man verliert. Wie habe ich mich dann jetzt durchgeglitscht oder wie auch immer. Ich finde das so schrecklich, dass man hier die Erfahrungspunkte verliert, auch der Waffe. Ich verkack dann voll. Und ich bin so ein kleiner Perfektionist in solchen Spielen, dass ich die ganze Zeit das... Ja, dass ich die ganze Zeit auf höchstem Level sein möchte. Use the rusty key. Ja, sehr gut. Was bist du? It's a robot. Looks like it's not powered on. Okay, dann... Fan power supply offline. Marco power supply offline. Turn power on. Yes. Power is on. Sehr gut. Okay. Okay, hör auf zu wackeln. Intruder sighted. Nein. Intruder sighted. Terminate immediate. Immediately. Scheiße. Das ist nicht gut. Oh yeah. Ah, Toaster. Did you know that said Mary was fine, wasn't she? Yep. She wasn't so. Because of that, the doctor was extremely upset. Mary received quite some beatdown. Pretty soon, she's just a girl. Well, the master can't be disobeyed, so that's our fate. This time I'm here to break you for real. Better prepare yourself. Nein, oh, er kann auf einmal fliegen. Was ist... Hör auf zu fliegen. Ich habe Raketen und ich werde sie einsetzen. So. Hier, diese Feuerbälle, die sind auch ziemlich mächtig. Auch besonders im Schadensbereich. Will ich mal... er ist aber schwieriger geworden. Supi. What? Nein, Level Down. Ich hasse Level Down. Der schießt voll viele Bälle. Get down. Sehr gut. What are you? Defeated Balrog. Sehr gut. Gefällt mir. Lebt der Roboter noch? The head's been crushed in. The body is jammed into the floor. Do you want to pull its body out? Machen wir. Oh, siehst du missgebildet aus. Oh, du armer Roboter. Thank you. You are a good person. And on top of that, so strong. Thank you for saving me. I would like to do something for you. To express my gratitude. Gratitude? Ich glaube schon. But with that said, I am only capable of making bombs. Was? Du kannst Bomben machen? Oh, gib mir einfach ein paar Bomben, das ist super. You want to open the rusty door? What? Someone is trapped inside. You definitely are a good person. Mit einer Bombe die Tür aufspringen. Sehr gute Idee. I understand. Let us make bombs then. We will demolish that door. Please locate the following materials for the bomb. Charcoal, jellyfish juice and gum base. Let us make the bomb once all the materials have been MS. Okay. Wir brauchen zweimal Jellyfish Juice. Weil einmal können wir Charcoal aus dem aus der Feuerstelle des Center. Was ist das? Was? Ich fliege. Wow, Abkürzung. Sehr geil. Einmal können wir Jellyfish Juice aus den Ofen, aus dem Kamin des Centers da, oder wie der heißt, holen. Das ist zum einen möglich. Also, oder ich glaube, das ist zum einen auch so gedacht. Und Jellyfish Juice brauchen wir selber nochmal. Also so, wisst ihr Bescheid, ne? Ganz einfach eigentlich. Sehr gut. Hier ist bestimmt jetzt... ja. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt hier so... noch so machen kann mit diesen komischen Luftdingsies. Sehr gut. Eine Kiste. Sehr gut. Open the treasure chest. Max my. Ja. Mehr. What? Wo kommst du her? Lass mich in Ruhe. Alter. Das ist ja schlimmer als Dead Space. Schrecklich. Schrecklich.
Uiuiui, du triffst mich niemals. So. Ja, ja, ganz einfach. Ja, wieder ein Level up, sehr gut. Ja, das hat der Freund ja auch gesagt. Hier, Power Supply und so, ne? Dann hauen wir das hier rein. Und... Oh, nein. Ab, ja. Und springen und... Oh, sehr cool eigentlich. Das ist sehr cool gemacht. Das gefällt mir, supi. Nein, ach, verdammt. Ich glaube, gleich die Stelle, das ist ein bisschen schwieriger zu springen. So, das geht locker, flockig, klar. Nein, das geht nicht. Okay. Ah, ich habe eine Idee, wie das gehen könnte. Ja, als Retro-Fan oder als Retro-Spiele-Fan habe ich einen Plan. Wow, ja! Sofort. Gum is written on the door. Brauchen wir echt noch einen Schlüssel? Wo nehmen wir denn den anderen Schlüssel jetzt noch her? Hat vielleicht Santa noch einen Schlüssel? Wäre nicht schlecht. What? Use a bomb on that door? I guess that's a possibility. So you're looking for the materials? Did you say gum base? Wait a sec. Take this. Obtain the gum key. Oh nein. Ganz ehrlich, hättest du mir früher geben können. It was hanging on the wall, the word gum was written on it. I'm sure it must be related somehow. I'm counting on you, boy. Okay. Dann gehe ich nochmal zurück und hol mir direkt das Gumbase, ne? Ganz locker, floggisch. Und hier. Hoppidihi. Hoppidiha. Ja, ab und zu habe ich echt dumme Phrasen drauf. Ui, das ist doch nicht so schwierig. Hier wird gleich irgendwas passieren, das sehe ich schon. Aber, hier, open the treasure chest. Obtain the Gumbase. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Gumbase. Ah, das war so klar. Hey, you again? Do you remember me? That's right, in Mimiga Village. I didn't notice at the time, but now I remember. Ich kann keine sexy Frauenstimme machen. Aren't you that soldier from the surface? I don't know how you were able to stay alive. Da, Balrog! Misery? That's the enemy! He might even be stronger than you, Misery! Is that so? What? Well, it's a good thing this soldier is your job. Break him for sure this time, then come back. Was? Krauk! Warum wurde er auf einmal zum Riesenfrosch? Und warum mache ich ihm keinen Schaden? Ah, er muss seinen Mund aufhaben, dann kann ich ihn Schaden machen. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ah, hier. Ja. Das ist machbar. Ui, aber die kleinen Fröschchen, die sind echt scheiße dabei. Ja, hier, nimm, friss das. Was für asoziale Frösche. Ich habe lange nicht mehr so asoziale Frösche gesehen. Ja, nimm das. Oh, das kriegst du, du Frosch. Ja, leg dich nicht mit mir an. Ich bin der Froschmeister oder so. Oh Leute, mir fällt gerade was ein. Das ist, nee, das sage ich jetzt noch nicht. Ich spreche das gleich nochmal an. Yes! Sehr gut, Balrog, du blöder Frosch. Wir haben dich niedergemacht. Defeated Balrog. Dankeschön. Okay, und jetzt auf den Weg zur nächsten Speicherstation. Ach, da vorne schon möchte ich sagen. Boah, es kommt für den PC. Ja, für den PC kommt jetzt nach 2-3 Jahren Brutal Legend raus, ne? Und ich möchte das unbedingt let's playen. Also Brutal Legend, hier ein richtig geiles Metal-Spiel. Schaut es im Internet mal kurz an. Also googelt jetzt schon mal. Ich laber jetzt eh nur noch. Man sieht nichts mehr. Guckt es euch an. Ich will das unbedingt noch irgendwann aufnehmen und spielen. Also ja, das war's eigentlich schon für heute. Und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.